Hallo, liebes Orchester. Seid ihr schon alle da? Sitzt ihr schon alle in den Reihen? Dann kann es ja gleich losgehen. Aber Moment, ich bin ja noch unterwegs zur Probe. Ich brauche noch ein bisschen, bis ich bei euch sein kann. Jede Orchesterprobe findet natürlich an meinem Lieblingsort statt. Und dort möchte ich euch das nächste Orchesterstück zeigen, was wir spielen werden. Ich hoffe, dass ich pünktlich bin. Aber wenn ich euch jetzt das nächste Stück zeige, dann muss ich euch natürlich auch etwas über den Komponisten erzählen. Der Komponist ist derjenige, der das Stück geschrieben hat. Und unser Komponist heißt Ludwig van Beethoven. Nun, Ludwig van Beethoven war kein gewöhnlicher Komponist. Er war so etwas wie ein Detektiv. Denn er konnte aus den einfachsten Melodien große Abenteuer komponieren. Gleich bin ich an meinem Lieblingsprobeort angekommen und dann heißt es schnell auspacken, Kolophonium auf den Bogen tun und dann kann es auch losgehen mit der Musik. Dann kann es ja losgehen. Für all die Kinder, die das Stück jetzt diese Woche nicht geübt haben, ihr könnt natürlich trotzdem mitspielen, dann spielt doch bitte einfach ein D und zwar so weich und schön, wie ihr könnt. Wie die Wolken am Himmel, wenn die Sonne scheint. Das war schon sehr schön. Probiert das doch noch einmal. Freude schöner Götterfunken. Das ist der erste Satz in dem Lied Ode an die Freude. Freude schöner Götterfunken. Was könnte das denn bedeuten? Thank you.
Melodie von Freude schöner Götterfunken ist außerdem wie ein Zauberspruch. Sie bringt die Menschen von fern und nah zusammen und zaubert ihnen ein Lächeln aufs Gesicht. Das war wirklich schön, das hat mir schon sehr gut gefallen. Aber spielt es doch bitte noch einmal. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt die Probe geschafft. Jetzt ist es allerdings an der Zeit, unsere Sachen einzupacken. Packt vorsichtig die Instrumente zusammen und dann gibt es, wie versprochen, für jede eine Waffel. Und ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit bis zur nächsten Orchesterstunde. Übt die Stücke fleißig, denn auf uns warten noch einige große Überraschungen.